Lieber Krebs, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und wir schauen in deinen Juli 2024. Wenn du im Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent Krebs bist, ist diese Legung höchstwahrscheinlich interessant für dich. Wir schauen, was passiert. Natürlich wie immer Kollektivlegungen auf dich umlegen, das für dich mitnehmen, was sich richtig und stimmig anfühlt. Für persönliche Hilfe und Unterstützung, Teaching, Coaching, Heilsitzung, Kartenlegung, schau unten vorbei. Und ich würde sagen, meine Lieben, wir starten mit dem Krebs und dem Juli 2024. Sonnenzeichen, Mondzeichen, Aszendent Krebs. Was ist das Hauptthema vom Krebs? Das Hauptthema: Wiederfinden. Für ganz viele hat das mit einem Menschen zu tun, eine Zusammenführung und entweder jemand, den du schon kennst, wo der Kontakt einfach intensiver wird, man sich wieder trifft nach all den Jahren, oder aber ein ganz neuer Mensch, wo du aber weißt, das ist Seelenfamilie, da hat man sich gefunden, wiedergefunden, auch wenn man sich das erste Mal in diesem Leben hier begegnet. Es geht hier um das Erkennen des Strahlens von jemand anders und auch das Wiederfinden des eigenen Strahlens und Sein. Es kann sein, dass einige von euch in einer Art Depression waren oder in einem gewissen Tief, manche von euch vielleicht sogar in The Dark Night of the Soul. Es geht darum, dass du dein Licht und die Leichtigkeit im Leben wiederfindest. Wiederum für andere geht es genau um eine Person oder um eine Verbindung zu jemandem wiederfinden. Es wird zusammengeführt, damit man erkennt und ins Fühlen gebracht wird. Der Vollmond, auswendig weiß ich jetzt gerade nicht, 22, 24, 25, ich weiß es nicht. Also Ende Juli oder zum nächsten Vollmond, da könntest du wirklich mehr in diese überschwänglichen Gefühle, in diese Erhabenheit, in dieses Wiederfinden eintauchen. Das heißt, der Vollmond für dich sehr, sehr ausschlaggebend, von deinen Gefühlen, von deinem Empfinden und auch die Lebenslust. Schauen wir uns die Gefühle an. Was symbolisieren die Gefühle? Worum geht's? Was sind die starken Gefühle im Juli für den Krebs? Rosengarten. Ein emotionaler Abschluss wird gemacht mit den Dornen der Verletzung aus der Vergangenheit. Das bedeutet, du bist bereit, in eine gewisse Transformation, in deine Transformation zu gehen, gefühlsmäßig. Also es ist wie wieder ein Rausfinden. Wie gesagt, diese dunkle oder schwere Zeit liegt eher zurück und hier geht es ein sich entblättern und davon befreien und gleichzeitig den Blick in Richtung Zukunft zu haben. Also fühlst du dich immer mehr, dass du leichter wirst, regenerierst und auch das Thema Heilung ist bei dir sehr stark ausgeprägt. Welche Ereignisse, Highlights für den Krebs? Schicksalshaft. Ja, das Schicksal haben wir. Wir haben die Berge. Schicksalshafte Verbindungen oder Situationen, wo du halt wieder erkennst, wie lichtvoll du bist und wie schön das Leben ist. Und gleichzeitig die Hürden, die dir im Juli gestellt werden, sind tatsächliche Ereignisse, die du dir ausgesucht hast, um daran zu wachsen. Also alles, was der Juli herbergt und du das Gefühl hast, das stellt sich mir in den Weg, sei es Situationen oder Menschen, na, das hast du dir vorher ausgesucht, um diese Erfahrung zu machen und um daran zu wachsen, in dein Potenzial. Worum geht es hier noch? Was kommt auf den Krebs im Juli? Wow, jetzt haben wir deine Karte. Mega. Ja, der Mond.
haben wir hier. Der Mond ist dein Planet und somit haben wir natürlich hier den Mond. Wir haben die Gefühle schon angesprochen und es geht hier darum, wieder die Fülle zu erkennen. Das heißt, das, was eigentlich zwischen dem Glück, dem wahrhaftigen Glücklichsein steht, bist du selber und zwar mit deinen Erwartungen. Du bist in der Lage, von jetzt auf gleich in die Fülle zu switchen, sie zu erkennen, sie wahrhaftig zu erleben in deinem Leben. Doch dafür musst du loslassen. Und zwar jegliche Art von Erwartungen, Enttäuschungen, besonders alles, was mit anderen zu tun hat. Und du selbst darfst die Kraft wiederfinden, die Schönheit und die Fülle in deinem Leben zu erkennen. Wie entwickelt sich der Juli für die Krebse? Communication, ja. Du gehst mehr mit dir selber in die Kommunikation. Gleichzeitig auch bist du sehr intensiv angebunden, möglich, dass du viel wahrnimmst, bezogen auf Eingebungen, Träume, Prophezeiungen, wo du denkst, ja, daran habe ich gerade gedacht und schwupps, passiert's schon. Und gleichzeitig ist das hier die Bestätigung, dass du dich ein Stück wiedergefunden hast. Viel Austausch ebenfalls mit anderen. Das Thema Wahrheit wird extrem wichtig für dich werden. Was ist Wahrheit? Wahrheit bezogen auf deine Sicht, auf das Leben, auf das große Ganze. Es scheint, als würdest du es aus vielen verschiedenen Blickwinkeln beobachten. Ein Orakel oder beziehungsweise ein Mensch, der wie ein Orakel ist oder das Orakel von Delphi oder aber ein Medium, wie auch immer, möglich ausschlaggebend. Hat irgendwie Relevanz, vielleicht beschäftigst du dich mit Griechenland, mit der Mythologie, wie auch immer. Der Rat des Universums für die Krebse, bitte. Der Rat des Universums für den Juli. Star Family, you are part of the team of the souls, Colin Suppert. So, es geht darum, dass du ja wieder aus deinem Schneckenhaus raustriffst, die Menschen wiederfindest, in deinem Leben Situationen wahrnimmst und auch auf die innere Eingebung hörst, denn du bist natürlich nicht alleine und neben der Familie, die uns hier wirklich als die Familie, als die Blutsfamilie begleitet, gibt es noch so viel mehr. Du beschäftigst dich immer mehr damit, Menschen, Situationen und Verbindungen und möchtest vielleicht auch mehr in Verbindung wieder gehen mit ja, Menschen oder einfach rauszugehen, dass du Menschen kennenlernst. Also es geht hier darum, auch die Sternenfamilie wahrzunehmen, die um dich herum ist. Der Rat des Universums sei hier wirklich offen dafür. Öffne dich. Menschen, öffne dich Möglichkeiten und gehe raus aus diesem Widerstand und aus den Erwartungen, gerade bezogen auf Menschen und Verbindungen. Sehr, sehr gefühlvoll. Gefühle stehen im Fokus bei dir. Auch hier natürlich kannst du mehr Informationen sammeln, wenn du dein Aszendenten-Mondzeichen anschaust und alle Botschaften zusammenfügst. Ja, ich wünsche dir von ganzem Herzen einen wunderschönen Juli und natürlich Happy Happy Birthday für jeden, der hier Geburtstag hat. Also alles Liebe und wenn du magst, bis ganz, ganz bald. Mach's gut, lieber Krebs.